Wir wollten ursprünglich bayerisch machen. Die Idee war am Anfang, dass wir Würstel anbieten und Fleischpflanzen und Leberkäse, die Klassiker eben. Und während der Umbauphase, nach gefühlt 2 Wochen Döner und Chinesisch essen, haben wir uns gesagt, mal wieder ein Schweinebraten, keine Zeit. Und auch während der Umbauphase kein Geld. Dann kam halt so dieser Einfall, wieso eigentlich kein Schweinebraten zu kaufen, wenn wir es eh schon machen können. Mit den Freunden zusammen aufgewachsen und es stand schon immer so klar, dass wir gerne mal was zusammen starten würden. Und dann dachten wir uns auch mal, für München muss was Neues her, was mögen wir beide selber. Bayerische Küche ist für uns wie sagen, Tradition hier einfach. Bazi ist ein sympathisches Wort in Bayern. Bazi ist ein kleiner, frecher Junge einfach, aber sympathisch. Und wir wollten das angenehme Gefühl, was die Wortmarke Bazi gibt, auf unsere Produkte transportieren. Dementsprechend kriegst du auch beim Bazi eine Bazi-Box und nicht irgendwie eine Schweinebratenbox. Also wir sind jetzt hier in der Müllerstraße in München. Es ist eigentlich ein Szeneviertel. Es ist ein sehr alternatives Viertel. Genau, so künstlerisches Viertel. Bei uns ist es so, dass wenn man reinkommt, dass es auf den ersten Blick viel Holz ist. Man erkennt auch an dem Holz, dass wir es selber geschliffen haben, von Hand alles. Und das ganze Holz, was wir hier verbaut haben, das symbolisiert ja für uns auch die bayerische Gemütlichkeit. Unter anderem auch das alte Radio, was oben steht. Das haben wir auf dem Antikflohmarkt gefunden. Hat nicht funktioniert und dann haben wir es einfach umgebaut, neue Boxen rein. Jetzt läuft das Ding und so einfach ein bisschen urig mit modern verbunden. Das sieht man auch ganz gerne an den Nike-Schuhen oben. Und die hat uns der Nike-Store von einem Graffiti-Künstler bemalen lassen, haben sie es uns irgendwann mal vorbeigebracht und uns geschenkt, weil sie das Konzept so geil fanden. König Ludwig, der Klassiker, den kennt jeder, sympathischer Kerl, aber mit einer Ray-Ban. Was er bei uns essen kann, ist auf jeden Fall der klassische Schweinebraten. Wir bieten natürlich auch alternative Gerichte auch dazu auch an, wie unsere selbstgemachten Fleischpflanzer, bayerische Ente, saisonbedingt auch mal so Ochsen, Hirschgulasch und Spätzle in der Box. Mango-Chili-Sauerkraut, das ist Sauerkraut, was wir mit Mango anmischen und daraus einen Burger machen. Man ist immer unter Druck, man arbeitet viel, man ist immer in Hektik, immer schnell, aber trotzdem möchten wir einfach das Bayerische nicht so verfliegen. Es soll einfach jeder ein Stück mitnehmen und Heimat einfach in der Hand halten. In der klassischen Bazi-Box füllen wir das Ganze an mit Blaukraut, verfeinern natürlich mit Nelke und Apfelmus. Dazu kommen unsere selbstgemachten Kartoffelknödel und eine Scheibe Schweinsbrustenbraten. Da haben wir natürlich noch den klassischen Bayrito. Da sind dieselben Produkte drinnen wie in der Box auch, nur gefüllt in einem Wrap. Unter der Woche kommen mittags viele Arbeiter aus den umliegenden Geschäften zu uns zum Essen. Viel Laufkundschaft haben wir. Was mich besonders freut, ist, dass wir auch viele Nicht-Europäer erreichen und die halt eben zu uns kommen Schweinebraten essen. Vom Montag bis Donnerstag haben wir von 10 bis um 1 geöffnet, Freitag dann von 10 bis um 5 in der Früh und samstags dann 14 Uhr bis 5 in der Früh. Wenn die Gäste reinkommen, werden die natürlich als erstes von uns begrüßt. Eine ganz kurze Bedarfsanalyse mit 3 Fragen, Hunger, warm, kalt, Schwein, Ente und dann lenken wir den Gast auch schon direkt an das Produkt. Dann bereiten wir es zu. Es geht ganz schnell. Unsere Vision ist ja das, dass wir deutsches Essen auf den deutschen Markt bringen. Eben als Fastfood, dass es irgendwann nicht mehr heißt Currywurst, Döner, Pizza, sondern Schweinebraten, Currywurst, Döner und Pizza. Dass das einfach etabliert ist, dass es dazugehört, der Schweinebraten. Warum denn auch nicht? Ist ja geiler als alles andere. Wir verkaufen ja ein bayerisches Lebensgefühl dazu. Weil wenn man jetzt halt als Deutscher ins Ausland geht und dann kurz Gespräche kommt, dann ist es natürlich immer, ah ja, Weißwurst, Oktoberfest, Weißbier, Schweinebraten. Und genau das ist das Potenzial. Wir verkaufen an guten Tagen 400 Portionen. Wir haben wenig Lagermöglichkeiten. Und ich denke, dass das, was wir aus diesen 19 Quadratmetern rausholen, ist für uns schon eine große Leistung. Bei uns wird um 9 Uhr in der Früh angefangen. Die Schweinebraten werden frisch geliefert, 3-mal in der Woche, werden gleich verarbeitet in den Konvektomaten rein, ungefähr 2,5 Stunden. In der Zeit werden die Knödel frisch gerollt, Blaukraut wird aufgekocht, die Fleischpflanzen werden frisch gemacht, Leberkäse und dann wird auch am Tag ständig nachproduziert. Wir wollen das Konzept multiplizieren, wir sind ja Systemgastronom, es ist Systemgastronomie. Wir würden uns freuen, wenn es deutschlandweit in den großen Städten mindestens einen Bazi geben würde. Österreich ist für uns auch sehr interessant, da wird auch sehr gern bayerisch gegessen und irgendwann mal dann über See.